Jetzt ist er dabei, mithilfe von KI-Innovationen die nächsten großen Schritte für Sie und mit Ihnen zu machen. Axel. Ja, schönen Dank. Ich kann auch an die Keynote anschließen von Andrea heute Morgen nicht. Also ich hoffe, die Spannung war nicht zu groß den Tag über. Ich zeige Ihnen das jetzt. Ich denke, das Thema kennt jeder hier im Raum. Migrationen ist ja nichts Neues. Migration ist die Basis. Wenn Sie überhaupt Ihre IT-Systeme modernisieren wollen und neue digitale Geschäftsmodelle einführen wollen, ist meistens der erste Schritt eine Migration. Ohne das geht's nicht in ein entsprechendes Zielsystem. Um ein Zielsystem zu bekommen, muss man in der Regel große, meistens alte, Jahrzehnte Jahre alte Bestandssicherungssysteme in so ein System migrieren. Das ist aufwendig, teuer, langwierig. Schon so eine mittlere Lebensversicherungsmigration kostet zum Beispiel 30 Millionen Euro, dauert 2 bis 3 Jahre, wenn wir Glück haben. Und ich zeige Ihnen jetzt einen neuen Weg, neue Prozesse, die wir zusammen mit der LMU und dem Munich Center for Machine Learning entwickelt haben in einem Forschungsprojekt. Wir kriegen sogar Fördermittel vom Freistaat Bayern dafür und machen das zusammen mit der MSG und das zeige ich Ihnen jetzt. Wir haben wenig Zeit für das komplexe Thema, deswegen springe ich gleich in das Zielbild. Das Zielbild enthält einerseits das, was wir als Vision haben, wie wir uns AI-Based Migration in Zukunft vorstellen, und enthält aber auch schon das, was wir schon erreicht haben. Wir haben ja gehört, wir haben schon was umgesetzt in diesem Jahr. Wir haben eine echte Kundentranche tatsächlich auf der Basis von Neural Networks migriert dieses Jahr schon und haben das weiterentwickelt. Das neue Modell hat beide Aspekte im Blick. Was braucht man für eine Migration? Erstmal natürlich die korrekte Übertragung der Daten von der Quelle ins Zielsystem. Die meisten glauben, dass das Hauptproblem ist, ist es aber nicht. Mit den Daten müssen Sie all das Wissen, was Sie über Jahrzehnte in dem Quellsystem abgelegt haben, auch migrieren. Und zwar unter den Bedingungen des Zielsystems in einer neuen Technologie. Und das ist das eigentliche Problem. Typischerweise im Durchschnitt über die Migration, die wir so machen, kostet diese Reimplementierung des Wissens, was in den Altsystemen liegt, 35 bis 40% des Gesamtaufwandes einer Migration. Das ist das Hauptthema, um das es hier geht. Wenn man so etwas neu machen will, ist es immer eine gute Idee, mal kurz alles zu vergessen, was man bisher gemacht hat und sich zurückzulegen, worum geht es da eigentlich. Das Erste ist, ich muss Wissen ansammeln von dem Quellsystem. Lernen. Wie funktioniert das eigentlich heute? Wie schauen die Daten aus? Was tun die? Wo sind die Dokumente? Nicht? Du hast ja auch das Wort Ausgraben heute Morgen verwendet. Das ist bei Migration auch ein bisschen so. Es ist nicht so, dass die Sachen alle auf dem Tisch liegen und man einfach nur durchliest und dann funktioniert das schon. Leider ist es heute so, dass das Aufsammeln oder Ausgraben des Wissens aus den Quellsystemen durch teure Experten gemacht wird oder gemacht werden muss. Größtenteils manuell, natürlich ist das unterstützt mit IT, aber größtenteils manuell, die müssen die Dokumente lesen, die müssen sie verstehen und da auch dokumentieren. Und genau da kommen die KI ins Spiel. Nicht? Lernen ist schon ein gutes Stichwort, nicht? Vom Lernen zum maschinellen Lernen ist es gar nicht so weit. Und das ist der erste wichtige Schritt. Wir gucken einmal auf die Daten und versuchen aus den Daten das Wissen zu generieren und wir gucken aber auch auf die Dokumente, die 13D-Mitteilungen, den Source Code, die Geschäftspläne. Wir wollen also beides wissen. Wir wollen wissen, was ist eigentlich der Sollzustand, so wie er mal bei der Aufsicht eingereicht wurde. Und wir wollen auch wissen, wie ist denn der Ist-Zustand. Ist auch nicht immer gleich. Ich glaube, das weiß auch jeder hier im Raum. Das Vorgehen wird ganz bewusst in 2 Schritte zerlegt. Das ist hier dieses Knowledge Hub in der Mitte. Der erste Schritt geht also dann darum, dieses Wissen möglichst maschinell aufzusammeln und in geeigneter Form in diesem Knowledge Hub abzubilden. Also dieser Knowledge Hub hat dann alles Wissen, was ich brauche für die Migration, digitalisiert und ich kann eigentlich die Quelle vergessen. Im zweiten Schritt kann ich mir dann das Zielsystem angucken und für die Technologie des Zielsystems aus diesem Knowledge Hub entsprechende technische Artefakte möglichst generieren. Das kann dann eine bestimmte Programmiersprache sein, eine bestimmte Architektur, das ist egal. Wichtig ist auch bei diesem Zweischritt-Vorgehen, dass wir damit eigentlich unabhängig sind von der Quelle und auch vom Zielsystem. Sie könnten sogar in ein Nicht-MSG-Zielsystem migrieren, was keine gute Idee ist. Auch was die Quelle angeht, sind wir eigentlich einigermaßen unabhängig. Im Moment machen wir das für live, aber das kann man offensichtlich ja auch auf alle LOBs ausdehnen in der Zukunft. Das ist ja kein live-spezifisches Thema.
Ich will Ihnen das heute mal zeigen. Ich habe Ihnen ein paar Formeln mitgebracht. Also ich glaube, nicht erschrecken. Die Kenner unter Ihnen kennen das sowieso. Und für die anderen habe ich die gute Botschaft, ich erkläre es auch gar nicht. Aber das gibt nur einen Eindruck davon, um was es geht. Und von dieser Art von Formeln, da geht es bei einer Migration um Hunderte, nicht um drei oder vier. Und das ist das Problem, was immer wieder vergessen wird. Das ist ein Massenproblem. Die sind nicht ganz einfach, die sind insbesondere nicht linear in der Regel. Also mit einfachen mathematischen Methoden kommt man da nicht voran. Wir haben im ersten Schritt Neural Networks eingesetzt. Was wir jetzt tun, war eigentlich aus regulatorischen Gründen sehr wichtig. Wir haben jetzt eigentlich fast nur noch Whitebox-Lösungen im Einsatz, wo man die Ergebnisse der KI lesbar sind und sogar eine Notation verwenden, die den Domänenexperten entspricht. Also die Aktuare sollten das kennen, was man hier sieht. Ja. Das Zweite ist, die Neural Networks haben immer so einen halben Tag gebraucht zum Training. Das war nicht geeignet für einen komplexen, langen Prozess. Die Methoden, die wir heute einsetzen, arbeiten eigentlich in wenigen Minuten, manchmal sogar nur in 30 Sekunden. Das gibt mir die Möglichkeit, Ihnen das jetzt live zu zeigen. Das mache ich dann jetzt auch gleich. Vielleicht merken Sie sich die erste von den Formeln, die werde ich mir vornehmen. Die ist vergleichsweise einfach. Das ist so ein Leistungsbarwert einer Leibrente. Jetzt hat sich mein Rechner abgemeldet. Ich melde mich kurz an. Das ist kein Problem. Da ist er wieder. So, im ersten Schritt, ich habe es jetzt kurz gemacht, oder? Die Entwicklungsumgebung kann ich Ihnen auch kurz zeigen. Die habe ich schon gestartet, wir werden Zeit sparen, brauchen Sie nicht lesen. Dieses Frontend hier habe ich auch schon gestartet und bin auch schon eingeloggt. Ich kann jetzt im ersten Fall gleich mal die entsprechenden Vertragsdaten laden. Das mache ich mal. Das sind übrigens hier keine Spielwesebeispiele, das sind echte Daten von einem Kunden mit echten Formeln dahinter, die wir natürlich anonymisiert haben für die Zwecke hier. Also das ist aber real life und wir haben das auch im Echt ausprobiert. Das sind hier ungefähr 8000 Verträge. Wichtig ist, dass wir nur die Verträge jetzt hier haben und Standarddomänenwissen, also Lehrbuch, Versicherungsmathematik, mehr kriegt die KI nicht. Und nur mit diesen Mitteln findet sie die Formeln, die zu diesen Verträgen gehören, die mal irgendwann implementiert worden sind. Ich muss natürlich sagen, hier in dieser Oberfläche, was ich eigentlich wissen will, das tue ich jetzt hier mal. Also ich will den Leistungsbarwert von so einer Leibrente kennen und ich mache es jetzt heute extra schwierig für die KI. Ich helfe ihr nicht. Ich sage nicht, nimm doch mal dieses oder jenen Input. Ich sage, nimm einfach mal alles und guck, dass du damit glücklich wirst. Ich nehme mir sogar die Kostensätze weg, die sie eigentlich braucht für den Barwert. Jetzt muss sie quasi den Koeffizienten selber finden in der Demo. Aus Zeitgründen kann ich Ihnen jetzt hier bei der Konfiguration die ganzen Hyperparameter-Einstellungen überspringe ich einfach. Das Ding kann die Grundrechenarten, das ist nicht so überraschend. Das kann aber auch so nebenbei in irgendwelchen Teilgebieten mal eben so eine Multiple Linear Regression machen, um zum Ergebnis zu kommen. Ansonsten kann ich Ihnen jetzt nicht weiter verraten, wie dieses magische Ding funktioniert. Habe jetzt eigentlich alles vorbereitet und kann starten. Starte jetzt hier mal die Formelsuche. Ich gehe mal derweil in die Anwendung, um zu gucken, ob sie wirklich startet. Das ist ja alles live auf meinem Rechner. Der startet jetzt zuerst so eine Array-Instanz. Die KI-Leute unter Ihnen wissen, was das ist. Das brauche ich nur, weil ich hier auf meinem Rechner sitze. Sonst läuft das eigentlich in der Cloud immer automatisch mit. Und sobald er dann mit der Optimierung beginnt, kann ich dann eigentlich zurückspringen in das Web-Frontend, weil der normalerweise in wenigen Sekunden zum Ergebnis kommt. Also der sollte jetzt so eine ähnliche Formel gleich ausspucken, die Sie eben auf der Folie zuerst gesehen haben. Oh ja, das ging relativ flott. Also er hat die Formel gefunden, das 101 entspricht genau dem 1 plus Gamma 4, weil das Gamma 4 1% war in dem Beispiel. Und Sie haben ja die anderen Formeln gesehen, die habe ich auf die gleiche Art und Weise vorher schon generiert. Er kann also Beiträge, Rückkaufswerte, Reserven, Barwerte quasi selber nur aus den Vertragsdaten selber rausfinden. Er hat gleichzeitig einen Test gemacht, ob die auch den Anforderungen einer Migration genügen. Die maximale Abweichung über das gesamte Portfolio ist 10 hoch minus 15. Das ist hinreichend gut. Und er hat auch gleich Code erzeugt, den man dann in der entsprechenden Technik eigentlich direkt im Zielsystem deployen könnte. Und dann